schwerer jetzt sind als früher. Die Hosenträger weichen, ja. Dauert immer. Uneben und was weiß ich was für Gequäke, was man da gar nicht nachvollziehen kann, aber diese verdammte Kreuzungsweiche geht einfach nicht. So, Joghurt. Mein Hauptbahnhof ist Goblin. Von Goblin sollte es nach Joghurt gehen. Und von... Nee. Ja, Joghurt. Also ich schreibe die Station gleich um. Und dann nach Leakin Station. Und das Gesamte wieder zurück. Kannst du dir mal kurz einen Namen für die Linie überlegen? Während ich dann. Ja. Auf jeden Fall wird es eine Bimmelbahn, also soll jetzt nichts großartig sein. Also kriegt sie schon mal ein Kürzel von mir, PZ, für Personenzug. Joghurt Express. Ja, oder der Joghurt Express. Joghurt, so wie er heißt, oder Joghurt? Ja, Joghurt. Joghurt. Gibt's noch was anderes wie Express? Andere Begriff, weil Express habe ich jetzt schon einige Male. Sonst. Na, das ist jetzt auch nicht der. Joghurt, welche? Joghurt Maschinen. Joghurt was? Joghurt Maschinen. Ah, da fällt mir gerade so ein kleiner Gimmick ein. Maschine. Falsch. Was hältst du davon? Joghurt-Maschine. Ja. Das ist so ein kleiner Gimmick. Maschine und Schiene. Ah ja. Wunderbar. Also, jetzt muss ich die Linienführung nochmal ganz kurz ändern, weil mir der Hanna das Gesamte wieder zusammenhaut. Dann würde ich sagen, würden wir auch gleich nachher eine kurze Pause machen von ca. 10 Minuten und mit dem Zug, nachdem ich den erstellt habe, mitfahren während der Pause. Klingt gut, oder? Ja, klingt nach einem Plan. Ja, ich habe mal wieder einen Plan. Ist schon leid. Ja, er hat einen Plan. wo ist der PZ Joghurt? Ich vergesse das immer noch. Joghurt MA Schiene. Joghurt. Hey. Ich meine, klar, du hast schon viele Express, hast du ja gesagt, aber warum nimmst du den nicht Fruchtzwerge Express? Ist ein Joghurt. Ja, aber da kommt dann keiner. Das ist Joghurt und
Ich verstehe dich nicht, du hast dein Mikro im Mund. Ja, das aber ganz gewaltig. Also der mag keine Sonderzeichen. Für alle Sonderzeichen, so ein Minus oder so, mag er nicht in der Linienführung. Deswegen muss ich es jetzt zum dritten Mal schreiben. Ist ja nicht schlimm. Ja, bloß, dass ich es mir einträge, ich weiß. So, Joghurt Station zu Leakern Station ist da. Joghurt Station zu Globix Bladin. Das Globing eigentlich hier. Da. Jetzt muss man doch noch kurz wissen: Leakern Station. Der Leakern. Nein, du fährst mir da nicht rein, du fährst, wenn dann... Oh, die Stadt hat sich so schön entwickelt daran. Auf jeden Fall, auf das grüne Gleis darf er nicht reinfahren. Hä? Jetzt brauchen wir den Banks. Du hast gesagt, den V200. Jetzt musst du ein bisschen aufpassen, weil ich habe ein paar mehrere. Ist das doch eine Diesellokomotive, ne? Ja, ja. Ich habe mal eine Frage, was gibt es denn jetzt für eine industrielle Obergrenze? 1600. Danke. Und zwar über die Baureihe V200. Ja, und was ist da der Unterschied eigentlich? Sie hat weniger PS. Ich hab sie gerade bei dir gesehen, ja genau. Okay. 150. Ich schau bloß, das ist die V-Serie, die hat noch weniger Leistung. Weil noch mal einen Tick weniger Leistung. Ja, die 0. Genau. Ja, ich hab bloß jetzt gerade verglichen, was da so ein Unterschied ist. Also die 4,1 Millionen. Die kostet ja gar nichts. Boah. Okay. So, ich bin immer raus. Bis später. Jo, bis später, ciao. Jo. Und dann Passagier. Der Einheitswagen 2, hast du gesagt. Ja, könnte nämlich auch nur. Ja. Und Farbe würde dann das untere, das blaue, sich verändern. Soll man rot nehmen, so Bordeaux-rot wie die V200 ist, oder? Ja. Und wie viel hast du gesagt hinhängen? 4. Okay. Und da wir 3 Stationen haben, machen wir das Ganze mal 3. So, mein lieber Joghurt. Somit würde ich jetzt sagen, wir gehen in die Ich-Perspektive. Ich beginne gleich die Fahrt bis zu Joghurt, Goblin, Leakern Station und wieder zurück. Und somit beginnt auch für mich die kurze 10-minütige Pause. Ich wünsche euch jetzt nun viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich. Und ich mach jetzt noch ein paar Minuten darf ich. So, ich bin raus.
Jo. Ja, ich bin auch am Essen. Warum ist mein Mikro? Boah. So. Aber so geht's. Danke. Mein eigener Tier. Wahrscheinlich Sonntagabend. Alles klar. Ciao. Hä? Geh mal davon aus, dass alles, was wir hier reden, noch weiter im Livestream vorkommt. Bestimmt! Darum sollte man am besten mal den Eindruck der Strecke sammeln. Ist der Moderator? Nö, nix da. Ich bin am Essen und ich gehe auch gleich hier raus. Ich habe gesagt, ich mache so ungefähr 2 Stunden. Weil Überstunden werden ja nicht gezahlt hier. Naja, jetzt geht er. Ich bin gar nicht bezahlt. Was soll ich denn sagen? Echt? Du bist ja bezahlt. Ich brauch dir auch einfach so mal das. Gut gezwungen. Auch. Ich hab Ketten an meine Füße, meine Hände. Ich hab keine Chance mehr abzuhauen. Weichert zu deinen Augen. Ja, ja. Ich bin richtig gezwungen. Bist du selber schuld. Der hier, ach, mit Malok mitfahren. Ah, zu Joghurt. Joghurtstadt.